Irgendwie schaut dieses Messer von HX Outdoors eigenartig aus. Und man soll aber nicht immer nach dem Äußeren gehen. Ob das Ding was kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survivorship Problems. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Messer. Und im ersten Schritt habe ich mir, als ich das gesehen habe, mir gedacht, hässlich. Einfach hässlich. Ja, wozu kann man sowas brauchen? Habe mir dann die Bewertungen angeschaut und habe mir gedacht, naja, ich besorge es mir. Und habe es jetzt doch einige Zeit immer wieder im Einsatz gehabt, also es ist nicht mein Lieblingsmesser, das ist sicherlich nicht der Fall und es gibt halt ein paar kleine Probleme, aber es ist gar nicht einmal so schlecht, wie man denkt. Also erstens, wenn dir der Stil gefällt, wenn du sagst, ich mag dieses ja, Tanto, Doppeltanto, irgendwie so gerade Klinge, was weiß ich, futuristisch aussehend, dann ist das durchaus solides Messer. Im D2-Stahl sehr, sehr scharf, wirklich sehr scharf. Das Nachschärfen ist natürlich nicht so klassisch möglich. Muss man immer die Schleife, also die Anschliffe hier einzeln schleifen. Geht aber auch und lässt sich gut nachschärfen, das muss man einfach sagen. Das Messer ist ein Full Tank, das heißt wirklich komplett stark und in einer Keidegscheide geliefert, die auch etwas kann. Und der Decklock ist auch dabei, dass man verstellen kann. Das heißt, man kann es nach hoch tragen, seitlich tragen, nach unten tragen, halb schräg tragen oder ich weiß nicht was, wie auch immer. Und wäre vielleicht auch als Neckknife, wobei es ziemlich schwer ist, zu gebrauchen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, schau mal her, wenn man es wirklich da so nimmt, das geht sich einfach von den Händen nicht aus. Das ist für China, Chinesen, Asiatenhände gemacht wahrscheinlich. Man kann aber hier vorne reingreifen. Das geht sich gut aus, ohne dass man sie wehtut. Also da ist keine scharfe Kante und kann dann so arbeiten. Und dann passt es wieder auch in meine Hände und vielleicht auch in deine. Was mir gar nicht gefällt, das ist diese Riffelung hier. Ja, diese Riffelung hier, die gefällt mir überhaupt nicht, denn erstens, wenn man da drauf drückt, wird es einfach, kriegt man Wehweh. Ja? Und das also es ist zwar ein bisschen scharf, aber auch das Arbeiten mit dem Feuerstahl ist nicht so einfach. Aber ich glaube, ich habe genug geredet. Jetzt tun wir mal ein bisschen arbeiten. Das Teil ist natürlich durch die kurze Klinge, was Spaltarbeiten, was das Patronieren sozusagen betrifft, nur bedingt einsetzbar, logischerweise. Kann natürlich auch gar nicht anders sein, aber es ist stabil, also es ist kein ist eh ganz klar, ich meine, wenn du das in der Hand hast, dann merkst du richtig, dass du etwas in der Hand hast, es ist Full Tang, also ja, was soll da im Endeffekt kaputt werden? Ich habe es sehr hergenommen bei unterschiedlichsten Trainings, also ich war, weil es ja auch sehr, sehr günstig ist, den Link zu dem Produkt kriegst du unten. Das kostet ja fast nichts, ja. Und daher war ich auch nicht allzu nett zu dem Teil. Ja. Ich war überhaupt nicht nett zu dem Teil. Ich habe es für alle Bösigkeiten, die man irgendwie so machen kann, verwendet. Zum Graben, was ich normalerweise mit Messern nicht mache. Ich habe auch, und das sieht man jetzt hier, denke ich, so. Ich habe damit beim Ausbrennen von einer Schüssel, damit ich es richtig rauskriege, beim Ausbrennen von einer Schüssel, ja, habe ich mit dem Messer die Glut niedergedrückt und immer wieder und habe das auch an andere Teilnehmer weitergegeben. Also das haben auch andere Leute schon in der Hand gehabt und damit herumgespielt. Also wir haben dem Ding nichts geschenkt, wir haben es einfach wirklich sehr hergeprügelt. Und ich habe jetzt auch nicht nachgeschliffen nach der letzten Aktion. Und ja, ich meine, ich merke natürlich jetzt, dass der Schliff deutlich schlechter geworden ist im Vergleich zum Beginn und auch des letzten Nachschärfens. Aber es ist noch immer, obwohl wir es wirklich hergenommen haben, noch immer scharf genug, wie ich meine, dass man damit feine Arbeiten tun kann. Ja, also das ist meiner Meinung nach gegeben. So. Jetzt kommt das Manko sozusagen, und zwar Feuerstahlbedienung. Ich weiß, da schreiben auch manche, Reini, was interessiert mich das? Ja, mich interessiert es und vielleicht all die anderen, die mit Feuerstahl arbeiten, wenn wir draußen Feuer machen, die interessiert das. So. Also, das muss man mit dem Feuerstahl
ist halt so eine Geschichte mit dem Ding. Ich finde, dass das relativ weit weg ist, aber ich meine, es geht eh, aber... Na? Ja. Aber jetzt... Also tut, was es können muss, so ein Überlebensmesser, ein Survival-Messer. Ja, es will nicht, das Holz will nicht gescheit anbrennen, aber das liegt nicht am Messer, doch nicht am Feuerstahl, sondern es liegt ganz einfach am Holz. Also es tut, was es können soll und was man halt erwarten. Wie kann man den Feuerstahl bedienen? Nicht mit diesen Teilen hier, sondern da mit dieser schrägen Kante hier. Und das ist für mich relativ weit weg. Ich arbeite wirklich sehr nah normalerweise. Und ja, aber es geht. Es geht. Und hält alles aus und ja, was soll ich sagen? Ja, was ist nun mein Fazit zu diesem Teil hier? Ich mag es sehr gern, interessanterweise, obwohl es ein Billigteil ist, weil es eine sehr schöne, kurze Form hat mit einer sehr wertigen Kaidex-Scheide. Ich hänge mir das sehr gerne hier bei meinem One-Strap da vorne her. Ich habe es jetzt weiter oben montiert, damit du das besser sehen kannst, aber ich habe es normalerweise weiter unten. Denn mit einem Griff hat man das Messer zum Arbeiten da und kann es dann aber auch wieder schön versorgen. Das finde ich einfach super und das taugt mir sehr. Die Kaidex-Scheide ist sehr wertig, also macht alles mit, ich bin begeistert davon. Das Einzige, was mir halt nicht taugt, ist die Klingenform. Ich weiß nicht. Ja. Wenn das eine schöne, runde Klinge wäre, es wäre einfach ein Traum, ein absoluter Traum, ein absolutes Traummesser, weil sehr schön stabil, richtig schön fett sozusagen, Full Tang, alles dran, gutes Griffmaterial, schön verarbeitet, höllescharf und höllescharf machbar. Ich mag die zwei Stahl ganz einfach, aber das kann man auch drüber streiten. Wenn die Klingenform noch anders wäre, dann wäre es absolut perfekt, aber auch so ist es nicht übel. Link zu dem Produkt findest du unten, schau dir das ganz einfach an, es kostet im Endeffekt nicht viel und es ist nichts verhakt, finde ich. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, was du davon hältst. Hast du so dieses Teil? Hast du diese Klingenform hier? Ja, wie siehst du das? Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht schneide jetzt, ja, wo richtig die Kante spürt. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Schreib mir bitte ganz einfach was, das wäre sehr, sehr nett. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen, unten der Link zum Produkt. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein Reini Rossmann. Bis bald, ciao!